Benjamin Heinz wurde ja schon vorgestellt vom Institut für Digitales Lernen, ein kleines, sagen wir mal, Bildungsunternehmen aus der bayerischen Provinz in Eichstätt. Es geht um das Projekt Russland, deutsche Kulturgeschichte. Das ist eine Auftragsarbeit gewesen vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Und ich mache mal die erste Folie, ist sehr umfangreich. Das heißt, wir haben ein multimediales digitales Schulbuch produziert mit Videos, mit Audios und anderen multimedialen Elementen und sehr viel Text, auch wie man oben sieht, 470 DIN A4 Seiten. Warum haben wir das gemacht? Das ist ein digitales Schulbuch, was sozusagen für den fächerübergreifenden Unterricht gedacht ist, also nicht für den Geschichtsunterricht nur, sondern auch für, sagen wir mal, den Sozialkundeunterricht, den Politikunterricht, den Deutschunterricht und ist so aufgebaut. Es geht am Anfang um das Thema sozusagen der Mensch als Wanderer, also ganz allgemein das Thema Migration, dann das Thema Identität und Heimat, aber immer am Beispiel eben dieser Russlanddeutschen und dann eben ein historischer Abriss der russlanddeutschen Kulturgeschichte. Ich sage immer im M-Book, das ist ein multimediales Schulbuch. Was heißt das überhaupt? Wir haben am Anfang jedes Kapitels sogenannte Header-Bilder. Das ist eine Collage, die einmalig immer zeigen soll, woran es in dem Kapitel sozusagen gehen soll, über, also holzschnittartig, einmal sozusagen als Inspiration, um den Unterricht irgendwie anzuteasern. Dann haben wir natürlich Videos eingebaut. Das können zum einen eben zeitgenössische Videos sein, wie hier zum Beispiel eine alte Tagesschau-Folge, die wir aus YouTube einbetten, oder eben Interviews, die wir viel eingebaut haben mit Leuten aus der russlanddeutschen Community, die wir dort befragt haben und die eben zu bestimmten Themen dort was erzählen. Dann haben wir sehr viele Audios einsprechen lassen, zum einen historische Quellen, zum anderen aber auch Darstellungstexte, literarische Texte, um eben neben dem normalen Text eben noch diese sinnliche Ebene, die auditive Ebene mit anzusprechen. Dann natürlich zeitgenössisches Bildmaterial, um den Spirit der Zeit darzustellen, um einfach auch ein bisschen zu sehen, wie was sah das damals aus. Dann haben wir Differenzierungen eingebaut. Das heißt, wir haben hier die geometrischen Formen stellen dar, wie kompliziert oder beziehungsweise wie komplex ein Text ist. Das heißt, umso mehr Ecken ein Text hat, umso komplizierter ist er. Und umso weniger Ecken eben, umso einfacher. Das heißt, wir haben Texte, die sozusagen von dem Soziologen hier oben relativ kompliziert sind, haben wir nochmal versucht, eine einfache Sprache zu bringen, um den Schüler den Zugang zu erleichtern. Dann haben wir sogenannte interaktive Erkundungen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Puppenhaus, wo man sich dann durchklicken kann und so prototypisch eben dann jeweils ausgespielt bekommt, einen Erklärungstext. Genau, wir haben uns für diese Lizenz entschieden. Das war aber nicht am Anfang gleich so. Das heißt, wir hatten am Anfang eine Non-Commercial-Lizenz, die nicht bearbeitbar war. Und dann waren wir auf einem anderen OER-Camp im letzten Jahr und haben dort mit euch diskutiert und haben uns dann für diese Lizenz entschieden, weil es natürlich sehr viel sinnvoller ist. Wir hatten am Anfang Angst, erstmal, weil es ein sehr politisches Thema ist, Russlanddeutsche. Was machen die mit unserem Material? Ich meine, das können sie immer, also das hätten sie auch so machen können. Das heißt, es war kein Argument mehr. Und zum anderen eben, ja, non-commercial, ganz ehrlich. Ja, wir können es jeder benutzen, wir können es teilen und vor allem im Unterricht, wo man natürlich auch mit den Materialien arbeiten müssen, ist die Lizenz die sinnvollste. Und das ist eben auch wirklich aus Community gekommen. Ich habe damals in der Facebook-Gruppe eben gepostet, dass dieses M-Book da ist, damals noch unter der alten Lizenz. Und dann wurden wir zu Recht eben moniert, wie könnt ihr diese Lizenz nehmen? Das ist gar keine richtige OER, das ist irgendwie das Fake-OER. Und dann waren wir auch auf dem OER-Camp und dann kam es eben zu dieser Entscheidung, was wir inzwischen sehr begrüßen und sehr toll finden, dass es diese Lizenz ist. So, ja, das war der Sprint.